die Spengler oder die Zimmerer, die aufs Dach hinaufsteigen, die müssen ja die Schneid haben, wie ein Bergsteiger sich am Dach oben sicher zu bewegen. Und die Bilder meinen, dass das etwas mit den Leuten tut. Die werden in einem gewissen Sinn ein bisschen wildere Typen. Die sind der Schwerkraft ausgesetzt, die wissen genau, wenn sie da runterfliegen, wissen wir schon, dass die Dächer abgesichert sind. Aber trotzdem, die müssen ganz an sich einen Tritt haben. Bisschen Nervenkitzel, das ist einfach geil. Ich bin Spengler-Lehrling und ja, der Beruf gefällt mir sehr gut. Man kommt überall hin, wie man sieht. Man erlebt jeden Tag was Neues und man lernt was Neues dazu. Also wenn jemand Natur mag und handwerklich nicht gerade zwei linke Hände hat, dann würde ich sofort sagen, macht es, es ist einfach schön, es macht Spaß. Ja, also ich finde es einen der schönsten Handwerksberufe, die wir haben. Viele Leute können damit nicht viel anfangen, weil sie nicht viel davon wissen. Der Spengler macht alles, was mit Metall am Dach und in der Fassade zu tun hat. Bis du wirklich mal alles gesehen hast, brauchst du wirklich einige Jahre. Aus einer Rolle Blech machen wir wunderbare künstlerische Sachen. Eine Blumenvase, eine Laterne. Du stehst nicht vor einer Maschine und machst jeden Tag das Gleiche. Du bist einmal in der Werkstatt, du bist einmal auf dem Kirchturm, du bist einmal am See, du bist einmal am Dach. Du gehst zu irgendeinem Auftrag, kletterst das Gerüst nach oben und dann stehst du erstmal über den Dächern. Du hast einen Ausblick, der ist irre. Und dann darfst du mit Metall arbeiten. Schon dieses Feeling ist einmalig. Wir können aus einer Rolle Blech ein ganzes Gebäude entdecken. Also uns gelingt es, aus einem fast toten Material Leben zu bringen, das über Jahrzehnte, Jahrhunderte Bestand hat und bestand werden kann. Also was der Spengler vor 500 Jahren gemacht hat, die einfachsten Gebrauchsgegenstände herzustellen. Und heute natürlich machen wir hochmoderne Fassadensysteme. Aber die sind nicht nur zweckmäßig, wie es früher vielleicht ein Topf war. Heute muss es auch noch schön aussehen. Das Porsche Museum, wie soll man das beschreiben, wie wenn ein UFO landet. Die von uns ausgeführten Leistungen an dem Objekt waren letztendlich die UFO-Untersicht in Form von spiegeltem Edelstahl. Das ist dasselbe, wenn du mal Porsche fahren darfst, das ist ja auch was Besonderes. Und so ist es natürlich auch bei dem Objekt. Irgendwo stehst du immer in der Verbindung mit dem Ganzen. Man fährt irgendwann mal dran vorbei und kann mal seine Kinder zeigen. Schau mal, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht. Ja, und das sind so Momente, die man erlebt, die einen dann auch danach stolz machen. Ja. Wer diesen Beruf einmal gelernt hat und gut in dem Beruf ist, kann in die ganze Welt gehen, viel verdienen. Das ist halt Abenteuer. Bei uns in der Firma, die ist ja relativ weit verbreitet. Also man kommt auch rum, wir hatten ja schon Baustellen in Hongkong, jetzt aktuell in Chile oder in den Vereinigten Emiraten. Wir waren in Peking, wir waren in China, wir waren auf den Seychellen. Und das war natürlich als junger Mensch, wenn du da dazu kommst, ist es natürlich schon ein absolutes Highlight. Ja? Einfach nur mal rauszukommen, fortzukommen, mal andere Länder zu sehen. Ich komme aus Deutschland, aus dem schönen Ruhrgebiet. Jetzt hier bin ich eigentlich als Dachdeckerin und darf mal in den Spenglerberuf reinschnuppern. Voll cool. Die Leute hier sind super. Die Aussicht des Hammer hat man bei uns gar nicht. Wir sind auf 2710 Metern, also im schönen Fitschertal. Unser Hausberg ist der Hochpfeiler, das ist der höchste der Zillertaler Alpen. Der ist 3510 Meter hoch. Ich bin heilfroh, weil unsere Gäste und auch wir wieder sicher sind. Gell? Weil natürlich, wenn ein Dach droht abzureißen durch den Wind, ist das natürlich eine gefährliche Sache. Ich m'appelle Alexandre Le Pen, ich bin Compagnon Couvreur. Ich habite en Champagne-Ardenne. Und ich bin hier für eine Expérience extraordinaire. Eine internationale Gruppe. Alle arbeiten zusammen an einem Objekt. Wenn das nicht schön ist, ich glaube, dann versteht man die Welt nicht mehr. Ich bin aus der Schweiz, Peter Marti. Also Helikopterfliegen war super geil gewesen, wirklich. Über die Bergkanten hinein zu fliegen, über die Geräte hinein und da ein bisschen die Weite zu schauen. Super gewesen. Mir gefällt es sehr gut hier. Es sind top Leute, top Betrieb, wunderbare Gegend hier. Hammer, einfach der Hammer. Sensationell. Ja, sehr einzigartig. C'est juste des moments extraordinaires.
das ist die Passion. Das ist die Passion, was drinnen lebt, vom Beruf. Und ich kann nur eins bestätigen, dass ich über 55 Jahre in diesem Beruf tätig bin. Es ist ein Genuss, es ist eine Freude, diesen Beruf erlernen zu dürfen und zu können. Junge Leute, aber speziell die Eltern der Kinder müssen wir begeistern, damit die Eltern den Anreiz, den Kind übertragen, diesen Beruf zu ergreifen. Sie können sich mit diesem Beruf weiterbilden. Von Lehrling hin zum Geselle, vom Geselle zum Vorarbeiter, vom Vorarbeiter zum Meister. Also es ist alles, alles vorhanden. Die Stufe und die Leiter ist bis zum Himmel, steht sie. Yeah, yeah.